Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 von aus Holland, von der holländischen Feld, vom Hof von Piet. Und ihr seht, es ist tröpfelt noch so ein bisschen, aber der Regen geht gerade weg, weil ich würde eigentlich gerne in die Rübenernte, wobei es regnet. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt unbedingt beigehen können. Denn zuerst wollte ich eigentlich Baumwolle machen, das Baumwollfeld von Piet ernten. Allerdings muss ich gestehen, Baumwolle, Regen, blöd. Von daher, da muss es trocken für sein. Und daher gehen wir, glaube ich, zuerst in die Rübenrodung, weil ich glaube, dass ich die auch bei so einem Schiedwetter roden kann. Und dann können wir, ja, irgendwie heute Nachmittag oder morgen oder was, gehen wir vielleicht dann in die Baumwolle, wenn es trocken ist. Da hinten sind die dicken Wolken noch unterwegs. Und er will jetzt hier rüber zu Van Mark. Van Mark hat einen Rübenroder in der Ausstellung. Den nehmen wir uns jetzt mit. Und Piet hat übrigens neue Anhänger bestellt. Piet hat bei Roland ein bisschen eingekauft. Und hat einen Roll Max gekauft, einen Roll Speed und einen Roland Ballenanhänger. Für seine Rundballen, weil er hat keine Lust, sich ständig den Anhänger zu mieten. Kostet ihm auch Geld. Und hat sich ihn selber gekauft. Den hier braucht er jetzt zum Beispiel für die Rüben. Für Silo etc. Wenn er dann nicht gerade den Ladewagen für benutzt, dann möchte er den gerne dafür benutzen. Und den Miststreuer, weil seiner viel zu klein geworden war, sagt er zumindest. Und deswegen hat er diese ganzen Sachen von Roland bestellt. Ich weiß nicht, ob er da noch was bestellen will. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal so der Stand der Dinge. Und wir werden uns jetzt mal den Europa schnappen. Panther 2. Okay. Also keinen großen Tiger, sondern nur einen kleinen Panther. So, wenn wir den mal hier hochklappen. Da sieht man doch gar nicht, wenn ich den hochklappe. Wie soll ich ihn da fahren können? Das ist doch selten dämlich. So kann man doch nicht fahren. Gibt es dazu keinen Anhänger? Nö. Na gut, okay. Dann lasse ich es aufgeklappt, weißt du? Weil so sehe ich doch nichts. So sehe ich doch da schon viel besser. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die sicherste Art, aber wir haben auch nicht weit. Und jetzt ein LKW. Ne. So. LKW vielleicht, wenn wir den Baumwollernter dann brauchen. Da kann man sich dann überlegen, einen LKW zu nehmen. Ich hoffe. So, ich hoffe, dass das funktioniert jetzt. Bei Regen. Also. Tröpfelt halt noch ein bisschen. Ich denke mal, das wird jetzt so innerhalb der nächsten halben Stunde auch ganz aufhören. Aber ich kann halt nicht so lange warten. Ne? Wenn ich jetzt warte mit der Rübenrodung. Helfer Erika. Ah ja, der Nachbar wird durch ein Objekt blockiert. Ein Objekt? Was für ein Objekt auf dem Feld blockiert einen Helfer? Keine Ahnung. Ich glaube, was ist das hier eigentlich? Was wächst da auf seinem Feld? Oh Gott, das ist Roggen voll von Unkraut. Ach du Schiede, und Unkraut 100%. Oh, kriegen wir das noch rausgespritzt? Mauerhau, da müssen wir auch bei. Das hätte ich vielleicht jetzt als erstes machen sollen. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich und da auch. Das fällt hier auch. Das ist doch auch seins. Ah, das ist der Rübenacker, auf den wir jetzt raufgehen. Ja gut, okay, da können wir nichts mehr machen. Du Schiede. Gott, ist das... Okay. Schalten wir den Europa aus, aber wir müssen hier rein. Okay, die Feldeinfahrt ist schon ein bisschen schmuddelig. Jetzt ist die Frage, wie ich da jetzt vorgehe. Gehe ich einfach vor, indem ich sage, geradeaus. Und wir gucken. Haben wir erst einmal durch, würde ich sagen. Bitte erstellen. Okay.
Okay, wir können hier rüber auf jeden Fall roden. Ich fahre da jetzt erst einmal hier durch. Ich will mir normalerweise eine Miete anlegen. Also nicht eine Miete, aber ich will es am Feldrand abkippen. Und das Ganze will ich eigentlich da machen, wo wir jetzt herkommen. Weil da auch die Straße ist. Jetzt habe ich mir gedacht, ich fahre einmal durch. Mache mir schon mal so einen Mittelweg. Und gucke dann, dass ich links, rechts komme, um die Rüben abzulegen. Aber wenn ich das jetzt hier so sehe, war das, glaube ich, die schlechteste Entscheidung, die ich treffen konnte. Weil 15% Rüben haben wir schon drin. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite ankommen und wir haben die Hälfte voll, dann haben wir auch ein Problem, da vorne eine Miete freizufahren. Ne, weil geplant ist, also er hat für Ende der Woche irgendwann mal, hat er eine Maus bestellt, die ihm die Rüben verlädt, weil vom Acker fährt jetzt keiner hier rauf, das macht er dann so mit der Maus. Und der, ich muss ja gucken, dass ich ihm das jetzt hinlege, dass das passt. Und deswegen fahre ich jetzt schon rein, also dann können die, es soll noch ein bisschen regnen die Woche über. Und dann kann der ganze, die Erde ein bisschen abgespült werden von den Rüben, bevor die dann in die Maus kommen. Ja, es war nicht die beste Entscheidung, glaube ich, so rumzufahren. Oder beziehungsweise erstmal durchzufahren. Na, wobei. Füllstandsanzeige sollte es passen. Wir haben halt auch hier vorne jetzt das Problem. Ich wollte eigentlich bei einem Weg rauskommen. Der Weg ist aber da drüben. Super. Ja gut. In dem Falle ist das Ganze natürlich jetzt ein kleines Problem. Beziehungsweise auch nicht. Wir lassen das nicht zu einem Problem werden. So. Dann machen wir das mal so und so. Dann machen wir uns doch einfach hier vorne so ein kleines. Ja, ist auf der Seite. Ne, wenn ich das auf der Seite mache. Obwohl kann ich auch, ob ich jetzt mit der Maus auf. Das? Da hat sich der Ruder verschluckt. Ich könnte sie auch auf der Seite anlegen, ne? Habe ich da jetzt ernsthaft eine Bahn an der Seite ausgelassen? Okay, ich muss mit der Breite hier noch ein bisschen klarkommen. Ich denke mal, wenn ich mir da vorne die weißen, also eigentlich die Warntafeln, die mir die zur Seite weggeklappt sind, dann sollte das doch eigentlich passen, dass wir da auf dem Acker sind. Ja, weil das Problem, ich kann mit dem Ruder hier nirgendwo wenden. Also zumindest nicht auf dem Acker. Nicht ohne durch den Bestand zu fahren. Und das will ich eigentlich vermeiden, wenn ich hier bin. Okay, das war keine gute Idee. Ah, nicht an die Feldkante kommen, die ist matschelig. Heieiei. Okay, der war, das war ein bisschen knapp jetzt. Okay, volle Konzentration. Shit.
Ich glaube, der Lohner, von dem wir, oder beziehungsweise der Vermerk, bringt uns um, wenn wir ihm seinen Ruder versenken. Das wäre nicht so gut. Das Gemecker höre ich mir dann nicht an. Aber doch, ich muss mir anhören, weil ich habe ihn ja versenkt. So, kriege ich es jetzt hin? Sollte eigentlich... passen. So, ich muss mir jetzt unbedingt hier vorne den Platz freifahren. Ich kriege gleich sonst ein Rübenproblem, wenn mein Bunker voll ist. So. Wo habe ich denn das? Das Rohr links oder habe ich das Rohr rechts? Man weiß es nicht. Ja, es ist echt nicht genau. Ich glaube rechts, ne? So, weil dann kann ich mir nämlich die ganzen Rüben hier vorne hin machen. Weil die Seite ist halt nicht die größte, ne? Wenn ich erstmal so sehe. Es darf nicht die größte Seite. So. Sollte aber eigentlich passen, hoffe ich. Ah, der Regen wird weniger. Kann ich schon mal die Scheibenwischer hier ausmachen. So, wenn ich jetzt nochmal lang fahre, sollte das passen. Ja, aber nicht wirklich. Da nützt ja nichts. Irgendwo müssen wir ja mal anfangen hier. So, renn. Ich bin schon lange kein Rübenruder in der Größe mehr gefahren. Ich bin bis jetzt. Also ich habe den größeren Ruder gefahren. Letztens erst. Und ansonsten mache ich ja selten Rüben. So dass ich jetzt nicht unbedingt. Warte mal, nicht unbedingt sagen könnte, ich bin ein geübter Ruderfahrer. So, lass uns mal hier gleich mal durchfahren. Dann haben wir nämlich den Bereich hier auch schon. Und dann hoffen wir nämlich, dass wir die Rüben hier einmal komplett langlegen können. Das war, glaube ich, gerade das 80%ige Piepsen, ne? Das war schnell. Irre! Und dann, ja, oh Gott. So. Gut. Oh, läuft. Also, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass so das Rübenroden könnte fast die ganze Woche brauchen. Nein, wird's nicht. Ich werde, denke ich mal, entweder das Ganze so fertig machen zwischendrin, weil wenn ich jetzt hier euch die ganze Woche Rüben zeige, da zeigt ihr mir auch einen Vogel im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich denke, ich werde vielleicht
Vielleicht machen wir eine Folge noch oder eine halbe. Aber den Rest mache ich so. Bevor wir jetzt hier wirklich Stunden in der Rübenrodung hängen. Wie gesagt, wir haben jetzt gleich den... Ach, hier ist auch nochmal eine Feldeinfahrt. Guck mal an. Da vorne ist eine und hier ist eine. Da muss ich gucken. Das sollte eigentlich gut geplant sein. Aber bevor wir da jetzt hier wirklich die ganze... Also normalerweise würde ich jetzt die ganze Woche brauchen, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass wir das innerhalb von... der Woche fertig kriegen. Dann muss ich mal gucken, wo ist... Ja, das war's links, siehst du? So, lass uns doch mal drehen mit dem guten Stück. So, dann machen wir nämlich die... Fangen wir nämlich mit der Miete folgendermaßen an. Könnten wir sie ja eigentlich auch direkt von da hinten losmachen, ne? Sagen wir mal von hier. So. Ist ja noch eine. Wieso machst du das nicht? Überladen starten. Ah, überladen starten. So. Zack. Und dann haben wir hier nämlich schon mal die erste Miete. Den Anfang. Und dann machen wir das nämlich jetzt schön einmal geradewegs darüber, sodass die Maus dann einfach ja, ich denke mal, von der anderen Seite fahren wird können. Und die, ach so, wir müssen uns ja noch die andere Seite freifahren. Dass wir da drüben auch nochmal die... dass wir da drüben auch das Vorgewende machen können. Weil ansonsten haben wir ja das Problem, dass wir nicht wenden können. Siehst du, dann fahren wir mal rüber. Und machen auf der anderen Seite das Ganze auch mal. Und dann haben wir können wir wenden, dann können wir hin und her fahren. Haben wir einiges zu tun. So, ich werde das sowieso mit... Ich werde das GPS nachher mit dazu nehmen. Weil bei den Linksbahnen, da können wir ruhig GPS anhauen. Dann haben wir auch die optimale Arbeitsbreitenausnutzung und verschwenden da keinen Meter. Und sollte das nämlich eigentlich funktionieren, denke ich. So. Okay. Gut, liebe Leute, ich würde aber sagen, für euch soll es das für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut. Und sagt, bis zum nächsten Mal.